Greenwich Village, Lauder Residence. A Residence Mall. Sieht aber nett aus hier. Mrs. Lauder? Yes? I heard about your husband. I came to pay my respects. Oh, you knew Jack? Eine ausweichende Antwort, eine ehrliche Antwort, eine rabbinische Antwort. Wie immer die rabbinische. Does one need to know a man in order to grieve him? That's, I suppose not. All right, come on in. I'm sorry, you look so familiar, but I can't place your face. What is your name? If I wanted answers, she'd have to know who I was. Ja, ist doch nicht schlimm, sich mal vorzustellen, Mensch. This required tact. Eine ehrliche Antwort. My name is Rabbi Russell Stone. Your husband used to be a member of my congregation. Oh, I remember now. You have a lot of nerve coming here. Oder scheint es wirklich mal Ärger gegeben zu haben zwischen denen. Eine entschuldigende Antwort, eine nonchalante Antwort oder eine rabbinische? Na, ich würde sagen, wir sind mal entschuldigend. Well, I'm sorry about that. Oh, you're sorry, are you? I'm so glad to hear that. Jack would love to hear that you are sorry. He knows already, Mrs. Lauder. Too late, Rabbi, too late. What do you want? Der direkte Versuch, der uncertain, es war ein uncertain, ich hab's leider gerade vergessen, und der rabbinische Versuch. Wartet mal, ich will mal ganz kurz schauen, was uncertain hieß. Uncertain, oh, einhändig schreiben ist auch komisch. Unsicher oder verunsichert, okay. Probieren wir es mal damit. Das Problem ist, wir wissen ja gar nicht, was zwischen denen vorgefallen ist, deswegen weiß ich auch nicht, wann man der Dame auf den Schlips tritt und wann nicht. Wobei, nee, ich nehme mal den rabbinischen, weil das, ich finde, das passt beides nicht so gut. Und das rabbinische, naja, ich meine, da kann man zumindest sagen, ach, das ist ein Rabbi, die Rabbis antworten immer so. Do I need to have a reason to pay a shiva call? If it's you, yes. I... Oh, stop it. Just stop it. I don't believe this. You threw us out of your temple 8 years ago. And now you drop by for a visit? It wasn't like that. Well, what was it then? Can you tell me that? Maybe this was a bad idea. Maybe you're right, and yet you're here. Why? Nee, ehrlich rausrücken will ich eigentlich wirklich nicht damit. Die entschuldigende Antwort oder die rabbinische, nehmen wir mal die entschuldigende. Warum eigentlich nicht? Man kann doch die Differenzen beilegen, wenn jemand stirbt, oder? Man muss doch nicht mit dieser Wut im Bauch dann weiterbleiben. Verbleiben. Why did you send the police after me? What? I did no such thing. What did they say? That I'm suspect number one. Really? Well, that would make sense. Oh, hallo. Who else has a motive except for the rabbi who hates us? Was ging denn bei denen ab, Mensch? Eine akzeptierende Antwort, eine ablehnende Antwort. Na, machen wir mal akzeptierend. Ich will mal versöhnlich sein. Vielleicht kriegen wir sie dadurch ein bisschen offener, wer weiß. I'll let that slide. Whatever. Jack hated you. That's enough. Mrs. Lauder, if he hated me so much, why did he leave me $10,000 in his will? That's impossible. I said the same thing. Jack wouldn't do that. It's a crazy world. How do you know for sure? The police told me. I have no love of the police, but I doubt they'd lie about that. Mrs. Lauder, if Jack hated me so much, why did he give me so much money? I don't know. This makes no sense. None of it does. Who would kill Jack? He was a good man. Yes, he was. Don't you start. You have no idea. The police have no other leads? Aside from you? No. How did he die? I don't see how that's any of your business. I suppose I'm curious, and I'd like to help. Help? Why would you want to help? I don't know. Maybe I... Letztendlich, weil es dabei um ihn selber geht. Ansonsten würde es ihn noch nicht interessieren, oder? Also es ist...
schwierig sowas, weil einerseits natürlich ist er ein Rabbiner und will vielleicht auch seine Taten wieder gut machen, ich weiß es nicht, aber andererseits in dem Fall ist doch wirklich einfach nur der Antrieb, weil es für ihn selbst irgendwo Bedeutung hat, also weil er selbst damit reingezogen wurde in die Sache, ansonsten würde er doch einen Fick drauf geben eigentlich, oder? Want to make amends, I'm selfish, I'm guilty, nehmen wir mal selfish. Ich meine, das wäre das Ehrlichste eigentlich. Er ist eigentlich selbstsüchtig irgendwo so ein bisschen. Kommt maybe er mir I'm vor. Just selfish. If I find the real killer, the police will get off my tail. Oh, that's rich. You come in here, puffed up and arrogant and sputtering platitudes. And now you want to help. Yes, if you'll have me. Forget it. Keep the 10 grand. I don't care. Just get out. I don't want to see or hear from you ever again. But... Leave! Or so help me, I will call the police. As you wish. I'm sorry to have troubled you, Mrs. Lauder. Just go. Das lief ja leider nicht so gut. I messed up big time. I tried calling her a few more times, but she always hung up on me. Eventually, she made good on her threat to call the police. With my suspicious behavior and my dubious, keine Ahnung, connections to Jack, they wasted no time in arresting me for the murder. I can't help but wonder. What if I go back and have that conversation again? And if wishes were wings, we'd all be flying. I guess I'll never know. Offenbar war das falsch. Wir haben es offenbar verkackt. Gut, weiß jetzt gar nicht, warum das jetzt so falsch war. Also, war das jetzt offensichtlich, dass ich da irgendwo in eine Falle reinlaufe? Oh, was heißt in eine Falle? Aber in mein Unglück reinlaufe? Oder war das jetzt Pech einfach? Wer weiß. Wir machen mal Continue und probieren das Ganze nochmal. So, wieder rein ins Gespräch. Mal sehen, ob es diesmal besser läuft. Mensch, so ein Ärger. Mrs. Lauder? Yes? I heard about your husband. I came to pay my respects. Oh, you knew Jack? Okay, da sie wirklich nicht gut auf ihn zu sprechen ist, würde ich sagen, wir machen das mal mit einer ausweichenden Antwort heute. Probieren wir es mal so, vielleicht klappt das besser. After a fashion, yes. Alright, come on in. Hätte ich vorher gewusst, dass sie so I'm ablehnend sorry. Ist. You look so familiar, but I can't place your face. What is your name? If I wanted answers, she'd have to know who I was. This required quiet tact. Das hatten wir ja schon mal. Die ehrliche, die ausweichende oder die rabbinische Antwort. Nehmen wir heute mal die rabbinische. Mal sehen, ob das vielleicht besser klappt. You don't remember me? 8 years ago? Rabbi Russell Stone? Ah, okay. Oh, I remember now. You have a lot of nerve coming here. Da kommt dasselbe raus am Ende, okay? Die rabbinische Antwort. Ich bleibe trotzdem bei der Entschuldigenden. Ich finde, das passt am besten. Es bringt nichts, ihr vor den Kopf zu stoßen, einfach. Well, I'm sorry about that. Oh, you're sorry, are you? I'm so glad to hear that. Jack would love to hear that you are sorry. He knows already, Mrs. Lauder. Too late, Rabbi. Too late. What do you want? Gut, schauen wir nochmal dann die direkte, die unsichere, die rabbinische. Ich probier's mal mit der unsicheren. Beim letzten Mal hatten wir die rabbinische, dann probiere ich jetzt mal den unsicheren Ansatz. I'm not sure what I want. Oh really? You're just getting back in touch. Is that it? I... Oh, stop it. Just stop it. I don't believe this. You threw us out of your temple 8 years ago. And now you drop by for a visit? It wasn't like that. Well, what was it then? Can you tell me that? Maybe this was a bad idea. Maybe you're right, and yet you're here. Why? Okay, neuer Versuch, der direkte Ansatz, der rabbinische, der entschuldigende. Beim letzten Mal haben wir uns versucht zu entschuldigen, ne? Zu entschuldigen, wenn ich mich nicht irre. Wobei, jetzt muss ich mal kurz schauen. Accusatory. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Entschuldigung ist oder ob es der Ausredenweg ist, sozusagen. Denn Accusers sind ja eigentlich Ausreden, ne? Wenn ich mich nicht... Was? Accusatory. Wenn ich mich nicht ganz doll irre.
So, ach nee, siehst du mal, accusatory ist beschuldigend oder anklagend. Oh, da habe ich ja völlig missinterpretiert beim letzten Mal. Gut, dass ich hier mein Wörterbuch habe. Okay, dann probieren wir es mal mit dem rabbinischen. Why would the police come speak to me, Mrs. Lauder? I have no idea. What did they say? That I'm suspect number one. Really? Well, that would make sense. Who else has a motive except for the rabbi who hates us? Okay, den akzeptierenden Weg, den hatte ich beim letzten Mal schon. Also irgendwie läuft das Gespräch wieder in dieselbe Richtung wie vorhin, muss ich feststellen. Why do you think I hate you, Mrs. Lauder? Enough! Do you have to do that here? Now? There is a time and a place, Rabbi. And this is not it. Look, I don't hate... Whatever. Jack hated you. That's enough. Mrs. Lauder, if he hated me so much, why did he leave me $10,000 in his will? That's impossible. I said the same thing. Jack wouldn't do that. It's a crazy world. How do you know for sure? The police told me. I have no love of the police, but I doubt they'd lie about that. Mrs. Lauder, if Jack hated me so much, why did he give me so much money? I don't know. This makes no sense. None of it does. Who would kill Jack? He was a good man. Yes, he was. Don't you start. You have no idea. The police have no other leads? Aside from you? No. How did he die? I don't see how that's any of your business. I suppose I'm curious, and I'd like to help. Help? Why would you want to help? I don't know. Maybe I... Okay, neuer Versuch. Wir hatten den Selfish beim letzten Mal genommen. Das war vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Keine Ahnung. I feel guilty. Das klingt schon fast so, als ob er jetzt schuld wäre, ne? Aber ich nehme an, sie meinen damit nicht, er fühlt sich schuldig, das begangen zu haben, sondern dass es so weit gekommen ist am Ende. Aber ich nehme mal, I want to make amends. Maybe I'm looking to make amends for what happened 8 years ago. Pff, why not? Why shouldn't a rabbi play at being detective? You want to investigate, Rabbi Stone? Be my guest. I'll have to ask you some questions about what happened. Can't you just ask the police? They won't talk to me. I'm a suspect. Fine, fine. Ask whatever you want. Das hat ja richtig gut geklappt. Ein Achievement. Heflack. Remain polite and civil. Jawohl. Sehr gut. Okay, dann fragen wir sie mal ein bisschen aus. Ich würde sagen, erstmal über den Mord selbst. Das ist ja schließlich das Interessanteste. How did Jack die? He was shot, right in the head, at close range, according to the police. I'm sorry, Mrs. Lauder. He was in the showroom, working late. That's all I know. What business was your husband in? We were in business together. Fashion design, high-end casual wear. Shirts, blouses, slacks. I'd design and he'd sell. Deswegen haben die auch so eine riesen Hütte, ich sehe schon. Was the business successful? We did all right. It was tough at first, but things have been picking up over the last few years. We sell to mainly boutique stores, but Macy's has bought several pieces from us, and Saks was interested. And what happens to the business now? Are you going to run it by yourself? I guess I could, but not right away. And definitely not in that same showroom. I can understand that. Ja, wenn der Mann in dem Showroom erschossen wurde, dann kann ich mir vorstellen, dass sie da drin nicht mehr arbeiten möchte. Where is your showroom? Why, do you want to have a look? It can't hurt. Oh, this is crazy. Do you really want to do this? Yes. Sure, if you want to have a look, go ahead. Just because trained police officers couldn't find anything doesn't mean a rabbi can't. The building is 1407 Broadway, room 903. Gut. Wenn sie noch einen Schlüssel hätte, wäre es natürlich noch schöner, aber werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. You've covered up the mirror. Yes, it's what you are supposed to do, right? Richtig. Well, yes, but... I know, I'm not Jewish. I'm probably doing it all wrong, but it feels right. Is it right, Rabbi? Ah, ist das das Problem, dass sie keine Jüdin ist und er sie deshalb rausgeschmissen hatte? Also ich habe das gelesen, während der Shiva werden die Spiegel auch abgehangen in vielen jüdischen Subkulturen. Deswegen... ist das auch hier der Fall, also während der Trauerzeit wird der Spiegel abgehangen und ich habe auch gelesen, die Männer rasieren sich nicht in der Zeit und man wechselt nicht die Klamotten in den 7 Tagen
und wird wahrscheinlich stinken bis zum Himmel, nehme ich an. Aber ist halt alles, um so ein bisschen sich komplett der Trauer zu widmen. Ich meine, das gab es ja schon auch in früheren Kulturen, dass man dann eine unglaublich lange Totenwache gehalten hat und in der Zeit ist man immer mehr verwildert und so. Und erst danach nimmt man wieder im richtigen Leben teil, sozusagen. Na gut. It's perfect. Thank you. Gut. What I ask about her state of mind? Ja, sie wird wahrscheinlich ziemlich fertig sein, nehme ich an, oder? How are you holding up, Mrs. Lauder? Fine. As well as can be expected. What is the name of your business? Charming Fashion Company. Charming? Yeah, it's a strange name, but it has meaning behind it. It's based on my family's name, Sharma, and it sounds like charming. I get it. Real cute. Ein Wahnsinns-Wortspiel. Consult your notes. Charming. Can you tell me about your company again? Sure. What do you want to know? So, das haben wir ja eigentlich alles, also da brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Gut, können wir take a leave nehmen? I'm going to leave now. I'll see what else I can discover. Thanks, I guess. Wunderbar, wir haben einen neuen Ort. Yes? About 8 years ago, could you just tell me why? Were you and Jack happy? Yes. Yes, we were. Then my reasons don't matter. Okay. Ich denke mal, wir werden darüber schon bestimmt noch ein bisschen mehr erfahren. Erstmal aber machen wir uns auf in den Garment District zu Charming Fashion. Wieso kommt er denn da einfach so rein, frage ich mich. Na gut, a dressmaker's dummy. I wasn't that desperate for a larger congregation. Okay, was haben wir hier? Da hängt was. I had no need for a clothing hanger. Ach nee, es sah bloß gerade so aus wegen meinem... Oder? Jetzt sah das wegen meinem Cursor so komisch aus? Ich hätte gedacht, da hätte sich was bewegt. The clothing rack was empty. I suppose Mrs. Lauder took everything away. Okay, gehen wir mal hier rüber und schauen uns mal die Designs an. Designs for some sort of skimpy sundress with some orders attached. They weren't relevant to my problem. This design board was the only spark of creativity left in this deserted showroom. I didn't know much about fashion design, but it looked like a skirt. Or maybe a large shirt. Warte mal, wie ein Rock oder wie ein großes Hemd? Hä? Na gut, wie auch immer, was auch immer du mir damit sagen willst. Ich meine, sowas müsste man doch unterscheiden können, oder? I couldn't think of a reason to take it with me. It was a poster of some blank-faced woman in a hat. I made a snap decision not to start collecting old-fashioned posters. Warum willst du denn nichts mitnehmen hier, Mensch? Na gut, was haben wir hier drüben? Ein Foto. I decided to leave it where it was. Wer ist denn drauf? It was a photo of Mrs. Lauder with a post-it note reading, don't forget anniversary flowers. Okay. The shelf, I didn't need any of that. Paints, markers and random junk adorned the shelf. Okay, dann schauen wir uns mal den Computer an.